Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie den Support von IPv6 in Windows 7 ausschalten können. Windows 7 unterstützt neben IPv4, das ist das, was Sie gerade benutzen, auch das kommende Format IPv6. Das ist natürlich eine sehr gute Sache, nur brauchen wir das zu diesem Zeitpunkt ungefähr genauso dringend wie ein Loch im Kopf. Insoweit kann man das Ganze beruhigt ausschalten, wir müssen uns das nur merken, sodass wir es wieder anschalten, wenn wir es denn irgendwann einmal brauchen sollten. IPv6 soll ja schon seit einer Ewigkeit kommen, ungefähr genauso lange wie die dringend benötigte Reform des Einkommensteuergesetzes, das jedes Mal wieder neu verschoben wird. Über die Kommentare nehmen wir noch Wetten an, was zuerst kommt. Schauen wir uns erstmal an, wie wir das Ganze abschalten. Wir gehen auf Start, Systemsteuerung, Netzwerk. Weiter über Netzwerk und Freigabecenter, dann haben wir hier die Adaptereinstellungen, da klicken wir drauf und hier werden unsere Netzwerkadapter eingestellt. So, über rechte Maustaste Eigenschaften können wir jetzt hier unter anderem sehen, dass eben derzeit beide Internetprotokolle aktiviert sind. Jetzt kann ich das natürlich hier deaktivieren, trotzdem wird Windows das noch mitstarten. Es ist dann halt nur deaktiviert für diesen einen Adapter. Nicht grundsätzlich. Um das Ganze grundsätzlich abzuschalten, gehen wir auf Start, Ausführen. Im Öffnen-Dialog tippen wir RecEdit ein, klicken auf OK. Bestätigen das hier mit Ja. Und suchen hier den Schlüssel HKey Local Machine. System. Current Control Set, Services, TCP/IP6, Parameters und auf der rechten Seite klicken wir mit der Maus, rechte Maustaste rein, neu, wir brauchen einen D-Word-Wert, 32-Bit. Der Name lautet Disabled Components und Doppelklick drauf und als Wert setzen wir eine FF dahin und achten außerdem darauf, dass hier Hexadezimal angewählt ist, also nicht ein FF und ein Dezimalwert haben. Einfach auf OK, neu starten und das war's dann. Nach dem Neustart können wir nicht unbedingt über die Adaptereigenschaften den Erfolg der Aktion feststellen. Rufen wir es nochmal ganz kurz auf. IPv6, es gibt es immer noch und es ist auch noch aktiviert. Dass es aber trotzdem erfolgreich war, sehen wir an der Eingabeaufforderung. Wenn wir diese starten, IP-Config eingeben, dann sehen wir, dass alle unsere Netzwerkkarten nur noch eine IPv4-Adresse haben. Ich habe in diesem Fall nur eine. Nur noch die IPv4-Adresse. Die IPv6-Adresse ist in der Regel in der Zeile da drüber. Wenn Sie das durchführen, können Sie ja erstmal mit IP-Config nachschauen. Dann werden Sie beide Adressen sehen. Nach dem Tweak nur noch die IPv4-Adresse. Okay.